thought and communication skills. And then the physical changes become evident. Subjects in this group refer to atrophy. Skin pales, muscles become slack, bone, teeth, and fingernails become almost translucent, veiny sinews of their former selves. I have never seen anything like this in my career. Our observations continue. Ja, alle verrecken. Der hat sowas vorher noch nie gesehen. Das ist verdammt seltsam. Wie komme ich denn jetzt da rein, verdammt? 112er Storage habe ich nicht. Making progress, Marine. Your journey is futile. You will die and your soul will be mine. Ja, okay, ich werde sterben und meine Seele wird ihm gehören. Bezweifle ich aber stark. Weil ich behalte meine Seele eigentlich viel lieber, als sie irgendwie wem abzugeben. Was ist das denn? So, ist zu. Zu, es ist am Laggen. Es ist egal, es ist offen. Vielleicht hat Sektor 4. Es ist rot. Es ist grün. What the fuck? Ja. Mein Internet ist gerade wieder abgefuckt, beziehungsweise übrigens abgefuckt. Wieder mal der 24 Stunden Auto-Disconnect. Da gehst du auf Party, kommst nach Hause, bist gut dabei. Vergiss den PC auszumachen. Da lebt er. Da lebt er. Thank God. You're not one of them. I thought everyone else was gone. I was part of this. I helped them. The madness of opening to another dimension. Look, we don't have much time. We let it through. The evil. The protective stabilizer on the portal just failed after Betrüger took the device. It was an artifact we had found in the ruins. He took it into the portal. And hell followed him out. You have to help me first. I'm going to try to get the teleporter systems running again. The areas are destroyed around us, so it's the only way through this part of the complex. You need to... Don't have much time. Get that plasma inducer, quickly! Okay. Ein Plasma inducer. Und ich habe... So. Was soll es? Ich habe jetzt für einige Wochen am Seelenwürfel gearbeitet. Es ist ein faszinierendes Artefakt und es hat sich herausgestellt, dass es einige unglaubliche Eigenschaften besitzt. Ich habe eine neue Glyphentabelle gestern aufgeschrieben und habe sie die ganze Nacht durchlaufen lassen. Mit der neuen Tabelle haben die linguistischen Computer endlich die verbliebenen Glyphen entschlüsselt. Der Seelenwürfel ist auf jeden Fall eine Waffe und es scheint... Und es scheint wohl dazu gebaut, um egal was diese alte Kultur angreift, alle Kreaturen zu vernichten. Wenn ich sie richtig gelesen habe,
kriegt der Würfel während eines Kampfes mehr Kraft, je mehr Gegner sterben. Wenn er voll geladen ist, kann er benutzt werden, um selbst die stärkste dieser Kreaturen zu besiegen. Sogar viel eindrucksvoller ist das, wenn man damit eine Kreatur tötet, transferiert es das Lebenskraft der Kreatur zurück auf den Benutzer des Würfels. Ich weiß, es hört sich an wie Magie und ich war noch nicht in der Lage, es zu aktivieren, um die Theorie zu beweisen, aber das ist das, was die Glyphen darstellen. Die Glyphen deuten besonders darauf hin, dass man fünf Kreaturen töten muss, bevor der Würfel geladen ist und dann überraschenderweise sagt dir der Würfel Bescheid, dass er bereit ist. Es ist beinahe wie Sentient Being, wie eine Form des Daseins, würde ich das jetzt übersetzen. Dieses Objekt ist ein fantastischer Fund. Okay, den Plasma-Inducer von dem Operation-Sektor im Server-Room besorgen. Ich glaube, das wird lustig. Kammer 1? Decontamination process started. Dekontamination. Decontamination complete. So. Have a nice day. Yo. Have a nice day, danke. Ja. Da will ich nicht runterfallen. Ich glaube, wenn ich da runterspringe, habe ich es hinter mir. Oh. Contamination process started. Ja. Decontamination complete. Have a nice day. Dankeschön. Ich könnte ihn jetzt erschießen. Das wäre so. Das auch? Nee.